Ein 70 Jahre alter Mann ist in Stuttgart bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht in der Lenzkircher Straße ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl in Flammen. Die erste Meldung war, dass sich noch eine Person im Gebäude befindet. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz ins Gebäude vorgeschickt, um die Person zu suchen. Leider konnte die Person nur noch tot geborgen werden. Die anderen Bewohner kamen in Notbetten unter. Der Schaden beträgt rund 300.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.